Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Hier mal wieder ein alter Bekannter als Intro-Tierchen. Den habt ihr schon als Baby, habe ich euch den gezeigt. Jetzt ein, zwei Jahre später. Albino Mississippi Alligator. Also die wachsen im Moment wie verrückt. Die wirklich jeden Monat sind die 5 cm länger, wenn es nur reicht. Nach wie vor völlig brav, völlig gechillt. Wollte ich euch heute einfach mal wieder zeigen, was aus dem geworden ist. Ein, wie gesagt, Albino Mississippi Alligator. Wunderhübsche Tiere. Leider werden sie riesengroß, nicht für jedermann daheim zu halten, aber für Zoos oder wer ganz extrem viel Platz hat oder sowas, der kann sich so einen in den Keller setzen und hat sicherlich seine Freude an dem Tier. Ich rede ja oft von irgendwelchen CITES-Papieren. Hier haben wir mal so ein CITES-Dokument. Früher hat man das für alle unter WA, also Anhang 1 oder WA1 und WA2 gelisteten Reptilien oder Tiere haben müssen. Mittlerweile braucht man es nur noch für Tiere, die unter WA1 sind, beziehungsweise europäischen Artenschutz Anhang A, braucht man so ein CITES-Dokument. Und das Besondere seit einigen Jahren ist, dass die Tiere gekennzeichnet sein müssen. Ja. Kennzeichnung kann erfolgen, wie jetzt in dem Fall, durch eine Foto-CITES. Ne, das ist jetzt Sansinia madagascariensis. Da werden die Jungtiere fotografiert von oben, von der Seite. Und anhand der Flecken lassen die sich dann bestimmen oder vergleichen, dass dieses Dokument wirklich ganz genau für dieses Tier gilt. Ja. Das ist eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, um das nachzuweisen. In Anführungsstrich leider wird es zum Teil immer mehr verlangt, dass Tiere gechippt sind. Ne. Also das hier ist so ein Mikrochip mit einem Implikator dazu. Also Implikator sagt man zu der Nadel. Das wird den Tieren unter die Haut gespritzt, dem Reptil. Ne. Also wie eine normale Spritze kommt es rein und dann drückt sich dieser kleine Transponder, also zum Glück, es gibt so ganz kleine Transponder, wie in dem Fall, die sind einfach nur 8 mm lang und 2 mm im Durchmesser sind wirklich, sie werden zum Glück immer kleiner, diese Transponder, also das sind meines Wissens im Moment die kleinsten, die es auf dem Markt gibt, aber trotzdem noch 8 mm mal 2 mm unter die Haut bei einem Reptil. Das kann bei einem großen Reptil völlig harmlos sein oder den Mississippi-Alligator, den ich gerade hier hatte. Ich denke, wenn man dem das unter die Haut gibt, dann ist das für den überhaupt kein Problem. Aber für Jungtiere, zum Beispiel viele Schildkröten sind unter Anhang 1 oder unter Anhang A, da ist das ernsthaft ein Problem. Was auch noch neu dazu kommt, was ich an der Stelle erwähnen will, Frankreich ist gerade da. Ich hoffe nicht, dass er der Vorreiter ist, aber Frankreich geht da einen Schritt weiter wie die anderen EU-Staaten. Die wollen einen Mikrochip oder eine Kennzeichnung für alle Reptilien, die unter Artenschutz stehen. Und das sogar nicht nur WA1 und WA2, sondern es gibt auch noch WA3. Die sind als gefährdet eingestuft oder potenziell gefährdet, nennt sich es, glaube ich. Die bei uns, also sind die gar nicht registriert, um euch ein Beispiel zu nennen. Da sind die Kronengeckos dabei, da sind Wasseragamen dabei. Alles Tiere, die bei uns unter Keimschutzstatus stehen. Selbst diese müssen in Frankreich dieses Jahr, also 2019, bis Ende des Jahres, müssen die alle gekennzeichnet bzw. gechippt werden. Ja. Das Ganze soll dazu dienen, zum einen, dass das Tier definitiv nachweislich von dem und dem Käufer verkauft wurde, oder aber auch, wenn ein Tier frei gelassen wird, den Grund finde ich sogar einigermaßen einleuchtend oder gar nicht mal schlecht, wenn ein Tier freigelassen wird und es wird irgendwo gefunden, dann kann man anhand der Mikrochip-Nummer nachweisen, wer das Tier wo von wem gekauft hat und wer es besessen hat. Ja. Das ist wohl der Hintergrund. Leider sind die Franzosen da meiner Ansicht nach und ich glaube der Ansicht nach aller Terrarier völlig übers Ziel drüber rausgeschossen. War ursprünglich auch gar nicht so. Ich glaube, das Gesetz hat sich da ein wenig verselbstständigt. Ne? Also man wollte die geschützten Arten darunter fassen und ist am Schluss bei fast allen Reptilien gelandet. Ich glaube, selbst die französische Regierung
oder die französischen Politiker wollten das nicht ganz so extrem, wie es jetzt gekommen ist. Mal gucken, wie das die nächsten Jahre in Frankreich weitergeht. Hoffen wir, dass die Franzosen da vernünftig werden und nicht, dass das vielleicht sogar in eine andere Richtung geht und andere Staaten das den Franzosen nachmachen. Ganz wichtig vorneweg, so ein Mikrochip einem Tier einzusetzen, ist Sache von einem Tierarzt oder von einem Fachpersonal, die da geübt drin sind. Also holt euch nicht irgendwelche Mikrochips und fangt an, eure Reptilien selber zu chippen. Absolut nicht im Sinne der Terroristik und nicht im Sinne des Tierschutzes. Also wenn ihr sowas machen lassen wollt, dann, wie gesagt, lasst es machen. Euer Tierarzt wird so Chips vermutlich haben, beziehungsweise ihr könnt die beziehen bei uns und könnt die dann hinbringen. Die Tierärzte haben oft vielleicht größere Chips. Wie gesagt, die sind speziell klein für die Reptilien. Also wenn das nicht vorrätig ist, dann besorgt euch die Chips bei uns, die speziell für die Reptilien sind, aber ganz wichtig, vom Fachmann durchzuführen. Das Ganze wird unter die Haut gespritzt oder eingeführt. Es gibt bestimmte Punkte bei den Tieren, die man es machen soll. Bei Echsen, Schildkröten nimmt man normal die Hinterbeine. Bei den Schlangen macht man erste Körperdrittel. Um euch das mal noch genauer zu zeigen, da ist ja so ein Schutz natürlich drauf. Die Spritze wird eingeführt und dann kommt hier dieser kleine Transponder kommt da vorne raus. Ja, der liegt jetzt hier oben drauf. Ich weiß nicht, wie gut man mit der Kamera sehen kann, aber aus meiner Sicht wichtig, euch zu zeigen, dass der doch relativ groß ist. Ne? Also wenn ihr jetzt mal überlegt, also so ein Tier in der Größe ist schon gechippt. Die hat permanent diesen kleinen Stick in ihrem Hinterfuß und muss damit leben. Also bei der Größe, denke ich, ist vertretbar. Selbst noch kleinere Tiere wird verlangt, dass die gechippt werden. Da finde ich schon grenzwertig. Beziehungsweise, ich habe vorher die Kronengeckos erwähnt, die Rhacodactylus. Also stellt euch mal so einen jungen Rhacodactylus vor, der hier diesen Chip in seinem Hinterfuß hat. Ich denke mir, das wird den auf Dauer belasten. Es wäre, wie wenn mir als Mensch so ein 20 cm Spießen irgendwo im Fuß die ganze Zeit hätten oder sowas. Ja. Also da ist definitiv nicht angebracht. Der Erklärung Vollständigkeit halber, hier ist die Nummer von dem Mikrochip drauf. Ne, die ist auf diesen Aufklebern vermerkt. Ihr könnt die Registrierung ist dann entweder für das CITES-Dokument, das ich euch vorher gezeigt habe, oder wie im Falle von Frankreich muss diese Nummer sogar zentral registriert werden. Bei ausgesetzten Tieren zum Beispiel wird diese Nummer zentral registriert. Diese Nummer gibt es nur einmal und dann kann man diese Nummer dem Chip und dem Tier zuordnen. Jetzt zeige ich euch mal noch kurz, wie man die auslesen tut. Das ist hier so ein Lesegerät, das ich hier schon die ganze Zeit liegen habe. Muss man natürlich anschalten. Dann wird entweder dieser Chip hier gescannt, ne, zeigt hier an die Chipnummer 999 und so weiter, 50 am Schluss. Das ist die gleiche Nummer, die hier auf dem Aufkleber mit drauf ist. Was ich euch auch mal noch zeigen kann, eben diese Schildkröte hier ist ebenfalls gechippt. Ist an dem linken Hinterbein ist der gechippt, ebenfalls 900, am Schluss 76. Das ist der Mikrochip, den die Schildkröte hier in ihrem Hinterfüßchen drin hat. Diese Nummer stimmt mit der Nummer auf dem CITES-Dokument überein und lässt so diese Schildkröte der CITES genau zuordnen. Ne? So kann man beim Verkauf oder beim Handel oder bei der Weitergabe dieses Tiers wird dann immer ganz klar dokumentiert, dass das Tier diese Nummer hat und dieses CITES-Dokument zu diesem Tier gehört. Das war mal der grobe Überblick über das Chippen von Reptilien. Dass ich da dem relativ skeptisch gegenüberstehe, habt ihr rausgehört. Also zum einen natürlich dem Chippen selber skeptisch. Also bitte, wie gesagt, nicht von irgendwelchen Laien durchführbar. Aber auch die Gesetzgebung ist
zum Glück, oder sagen wir mal so, in Deutschland haben wir zum Glück noch diese Gesetzgebung, die relativ einen großen Spielraum hat für die Kennzeichnung anhand der Fotos, die, wie ich es euch vorher gezeigt habe. Ja. Also diese Fotos, die tun dem Tier nicht weh, die sind gar kein Problem. Und es gibt so Zeichnungsmerkmale oder zum Beispiel bei Schildkröten werden die Schilder, die Lage zueinander von diesen Bauchschildern, kann man zum Beispiel als, das ist sowas wie ein Fingerabdruck, ne, wie diese Schilder zueinander stehen, die können höher, tiefer sein, das kann man verwenden als wirklich nicht zu verkennendes Merkmal. Das, glaube ich, ist eine recht gute Alternative zu dieser Methode. Hoffen wir, dass die nächsten Jahre oder Jahrzehnte in der Terraristik möglichst viele Tiere anhand dieser Fotodokumentation gekennzeichnet werden können. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.